und stand halt wirklich da so mitten im Flur vor der Wand und habe gesagt, ich war mir so sicher, dass hier eine Tür war. Und es hat niemand verstanden. Das ist sehr tragisch. Ja, wirklich traurig, wenn jemand solche Referenzen versteht, ne? Ja, also ich fühle mich dann immer wohl. Ich finde es halt wirklich toll, wenn ich meiner besten Freundin abends schreibe, gute Nacht, totziens, und sie antwortet, ding dong dä. Da bin ich glücklich. Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Das passiert jetzt gerade, das sehen Sie jetzt gerade. Alles, was jetzt passiert, geschieht jetzt. Wer? Jetzt wo? Von jetzt eigentlich wieder Vergangenheit. Schon bald. So, Leute, ihr müsst diese Filme gucken, die sind einfach toll. Ja. Ein absolutes Muss. Der riecht doch jetzt nicht wirklich an dir, oder? Wir beruhigen sie erstmal ein bisschen oder scheitern kläglich beim Versuch. Okay. Keine Sorge, ich werde die Snatcher vernichten. Ja, ich glaube Ihnen, Jillian. Das ist ein wirklich großartiger Duft. Wenn Sie so weitermachen, dann werde ich Sie ziemlich sehr nicht mögen. Gib einen Daumen runter. Ich glaube, ich gehe auch so langsam in diese Richtung. Ups. Da müssen wir schnell was dagegen tun. Oh, ich glaube, das war genau falsch. Wie wäre es denn mit einem Date heute Abend? Haben Sie schon was vor? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass wir uns genug dafür kennen. Was gibt's denn da noch großartig kennenzulernen? Ich dachte, das ist der Sinn eines Dates, dass man sich kennenlernt, oder? Bin ich jetzt falsch? Ich habe noch nie ein Date gehabt, ich weiß nicht. Ja, kommt drauf an, was für ein Date, ne? Also ein Blind Date, da kennt man sich halt vorher noch nicht, ne? Sollte man meinen. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gehabt, ich kenne mich damit nicht so gut. Ach, kommen Sie schon, das spielt doch keine Rolle. Warte, mein Ding ist gerade zugegangen. Okay, jetzt wieder. Jillian, Sie wissen es vielleicht nicht, aber es gibt einen bestimmten Ablauf der Dinge, der Reihenfolge der Dinge, wie sie zu passieren haben. Ja, Schluss mit dem Vorspiel. Sie haben wirklich ein kurzes Temperament, wollte ich jetzt schon mal sagen. Ganz. Aber ein kurzes Temperament finde ich irgendwie schon süß. Sagen wir einfach so, sie sind wirklich sehr schnell gereizt, oder? Ja, das ist doch eine gute Übersetzung, finde ich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gott verdammt. Okay. Scheint so, als stecken wir bei Mika weiter in einer Sackgasse. Wir können sie aber nochmal untersuchen. Und, oh Gott. Was glauben Sie eigentlich, was Sie da tun? Sie untersuchen? Ach, sei doch ruhig, Metal. Das war nur ein Witz. Naja, bevor wir hier vollständig einen auf die Moppe kriegen, verschwinde ich einfach mal. Mika, ich gehe mal ein bisschen hier raus und werde ein paar Sachen überprüfen. Ich habe da ein paar heiße Spuren. Wirklich? Machen Sie sich über Jean keine Sorgen, okay? Das sollte er aber tun, oder? Danke, Mika. Jillian? Ja, Mika? Wie geht's Ihnen und Ihrer Frau? Ehefrau? Ich habe schon eine Weile nicht mehr mit ihr gesprochen. Nicht einmal über Videofon? Nein. Sollten Sie nichts derartig alleine lassen. Das ist richtig. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich Ihre Nummer irgendwo zu Hause aufgeschrieben. Ich glaube, sie ist ziemlich einsam. Ja, ich bin sicher, da haben Sie recht. Danke. Liebe Männer, weil euch das passiert, das ist eine Abfuhr. Seien Sie vorsichtig, Jillian.
Ja, das ist so ein Schlag in die Klöten. Richtig. Wir haben das Turbocycle betreten. Wo wollen wir hinfahren? ganz schnell nach Hause. Okay, wir fahren jetzt zu Jean-Jacques Oh, Gibsons shit, ich Haus. habe Jean-Jacques' Haus genommen. Ist ja egal, wollten Verdammt. wir eh hin, oder? Ich wollte eigentlich nach Hause, weil ich mir Sorgen um die Frau mache. Wegen der Ach, Nummer. bist du nett! Ja. Aber ich dachte, egal. Wer geht vor, der Kopfnuss oder die Ehefrau? Ehefrau, Jetzt die Frage. natürlich. Wir sind da. Wir sind an Jean-Jacques Haus angekommen. Geht ihr ins Apartment? Okay, dann fahren wir nach Haus. Düb-di-düb-di-dü. Für diese Joysticks da irgendwie total goldig. Ja, hast du mal Total Recall gesehen? Den Schwarzenegger-Film? Ja, aber da war ich auch so klein, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere. Ja, da die Taxis dort, die haben auch so eine Steuerung so mit zwei Joysticks. Süß. Ja. Kojima ist ja ein sehr großer Filmfanatiker. Deswegen Also seine Spiele. man merkt, dass schon viele alte Filme so ein bisschen vorkommen da drin. Hm. So halt auch Das von der, ist. also es kann auch sein, dass ich mir das jetzt einbilde, ne? Aber Das ist in allen seinen Spielen so zigtausend Filmreferenzen. das ist ihr Gebäude, Jillian. Raumfrisch. Naja, eigentlich wohnen wir da nur in einem Apartment. Wow, wolltest du nicht sagen, ich habe auch einen Platz, wo ich lebe? Bitte, leise, Jillian. Ich weiß, Sie haben Ihr Gedächtnis verloren, aber es ist nicht. Was? Isn't that carrying the Ich act? glaube, es heißt so viel wie, geht das nicht ein bisschen zu weit, oder? Ja, aber dieses carrying the act heißt dieses Aufspielen, würde ich fast Ja. sagen, ne? Dieses Darstellen, dieses. Sie stellen sich so sehr an, würde ich jetzt sagen. Ach, ich wollte doch nur ein wenig Spaß für die Zuschauer machen, die das Spiel gerade spielen. Also wir. Oh, ist das nett? Fourth Wall Break. Ja, das ist ein paar Mal So. jetzt schon. Gehen wir doch mal rein. Das soll eine Tür sein, oder was? Oh Jo. ja. Kennst du die Folge von Futurama, wo die in dem Schrank leben? Wo der sagt, ich habe hier hinten noch einen Wandschrank dran? Nee, also Futurama war nie so wirklich mein Ding. Das ist so geil, die Folge. Das ist ihr Wohnzimmer. Für einen Witwer. Ist der Raum ziemlich aufgeräumt. Ich bin ziemlich beeindruckt. Kannst du nicht mal endlich damit aufhören? Bist du programmiert dazu, mein Privatleben zu untersuchen? Oder auch darauf programmiert, mein Privatleben zu durchschnüffeln, untersuchen, nachzustellen, stalken? Meine Pflicht ist es, Sie zu unterstützen und zu beobachten, dass sie ihre Pflichten ordentlich ausführen als Junker. Und das gehört dazu. Ah, du bist schon irgend so ein ja, ich meine Informant, nicht wahr? Ach, Informer, das erinnert mich an diesen grässlichen. Informer. Oh! Ich bin ein Farmer. Ich wohne auf dem Land. Ich habe Kühe. Ich habe keine Frau. Kennst du das für geil? Also die Version kenne ich noch nicht. Kennst nicht? Nee. Gott, jetzt hab ich mir was beigebracht. Das ist Oh so, das yeah. lief früher bei uns eher als das Original. Gut, ich komme vom Dorf, vielleicht hat das damit was zu tun, aber. Ja, ich lebe auch nur in einer Stadt mit rund 8000 Einwohnern, also. Oh Gott, mal Viertel das und du hast meine Einwohnerzahl. Oh ja, Dorf. Ja? Wir könnten es auch so ausdrücken. So, schauen wir uns mal um im Raum. Es gibt nichts Ungewöhnliches. Alles ist an seinem Platz. Woher willst du das wissen? Ich wurde mit den kompletten Datendateien deines Apartments voll eingespeist. Also ich weiß, wie es hier ausgesehen hat. Na toll. So, der Tisch, Regal da an der Wand. Das Regal. Jillian, da ist ein Foto auf dem Regal. Ja, es ist ein sehr besonderes Bild für mich.
wollen wir das natürlich uns auch ansehen, ne? Aber selbstverständlich. Oh, es ist ein Bild von Jamie. Jamie's got a gun. Ich dachte, Jamie hat eine Knarre! die Frau, von der sie getrennt leben, sie ist sehr attraktiv. Wenn ich daran denke, ich habe Jamies Videofonnummer auf der Rückseite des Bildes draufgeschrieben. Fantastisch. Da sind ein paar Nummern auf die Rückseite geschrieben. 393444. Es scheint eine Videofonnummer zu sein. 393444? Das ist seltsam. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Die war so ähnlich, ja. Ja, das ist die Nummer für Jamies Apartment. Nur ein Idiot würde diese Nummer für seinen Koffer. Dr. Schlotter, gehen Sie zurück auf den Golfplatz und üben Sie das Einlochen. Komm, Gretchen. Warum rufen Sie sich nicht an? Würdest du mich bitte mein persönliches Leben selbst in die Hand nehmen lassen? So. Oh Gott, wir sagen nichts mehr, wir sind beleidigt. Auch Maschinen haben Gefühle. Okay, lassen Sie uns das Videofon benutzen. Welche Nummer soll ich wählen? 393444. 393444. Oh shit. Das ist keine Sex-Hotline. Ja, genau. Guten Tag, Sie haben gewählt. Oh. Hi, Jamie speaking. Oh, Gillian, how are you? Auflegen. da sticht doch was heraus, ne? Auflegen, welche Ja. So, fragen wir sie mal nach ihren Gefühlen. Jamie, ich bin nicht sicher, wie ich das sagen soll, aber ich möchte wirklich wieder mit dir zusammenkommen. Ich möchte es nochmal versuchen. Bitte sag das nicht, Jillian. Gerade jetzt, glaube ich, dass wir zwei besser dran sind, wenn wir getrennt sind. Da bin ich sicher. Ach, scheint so, als sei dieses Junker-Business gefährlicher, als ich gedacht hätte. Oh, jetzt versuch das auf die Masche. Jillian. Aber es ist noch nicht so schlimm wie das Bootcamp. Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Private Paula, genau. Ich bin viel relaxter, wenn ich so hier als Junker arbeite. Machst du es dir nicht selbst ein bisschen zu schwer? Nun, es ist manchmal ziemlich angsteinflößend, aber jetzt habe ich ein definitives Ziel. Etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Und das ist nicht die Frau. Ich war wirklich überrascht, als ich hörte, dass du ein Junker geworden bist. Ich wollte gerade Junkie sagen. Käme auch hin. Ach, nun komm. Nur weil er eine Pille gefunden hat. Ja. Die nicht mal ihm gehört. Das ist ja auch. Es tut mir leid. Es war wirklich schwer für mich, dir das zu erzählen. Das ist schon okay. Außerdem leben wir in der Nähe von voneinander. Wir können uns ja ab und zu mal treffen. Hey, ich kann dich am Fenster sehen. Wink mal. Ruf mich an, wenn irgendetwas passiert, okay? Okidoki. Snatcher. Jamie, du solltest bei Nacht vermutlich drin bleiben. Das ist der Zeit, wenn die Snatcher am aktivsten sind. Es ist gefährlich. It's dangerous to go alone. Here, take one of these. Es wird schon gut, Jillian. Warum sollten sie denn mich verfolgen? Die gehen nur hinter. Die verfolgen nur VIPs, richtig? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis, oder? Was bedeutet denn Show Possessions? Wir können hier unsere Sachen zeigen.
Das heißt, wir können ihr jetzt so, also kann sie uns theoretisch auch weiterhelfen, wenn wir irgendwo nicht klarkommen oder was? Möglicherweise. Mhm. Okay. So, fragen wir sie mal nach ihrem Zustand. So, wie geht's dir denn so? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir, Jillian? Isst du genug? Ja, mir geht's ganz gut. Ich vermisse deine großartigen Paschetti. Paschetti? Ach, wie süß. Du nennst sie immer noch so. Aha, ein geheimer Spitzname für sein Leibgericht. Paschetti. So, wie geht's denn in deinem Job, Jamie? Die kann uns über die Pille helfen! Möglicherweise. Sag nicht immer möglicherweise, sag ja, du hast recht. Ich war gerade dabei, den Rest des Satzes zu übersetzen. Ich war noch nicht ganz wieder auf der geistigen Ebene, deinen lauten, gut gemeinten Vorschlag mental aufzunehmen. Ja, jedenfalls arbeitest du immer noch bei Kobe Pharmaceutica. Umbrella. Genau. Ja, die Arbeit passt wirklich gut zu mir. Ich fühle mich so, als würde ich das schon seit Jahren machen. Aha. Gibt's denn keine Leute, die sich an die erinnern? Die sind wahrscheinlich alle bei dieser großen Katastrophe, als diese Biowaffe gezündet worden sind, ums Leben gekommen. Oh, okay. Irgendein Anzeichen dafür, dass deine Erinnerungen zurückkommen? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwie mit dir zusammengelebt zu haben oder dass wir mal Spaß zusammen hatten. Wie geht's mit dir, Jillian? Ja, mir geht's genauso. Ich kann mich an nichts erinnern vor der Zeit, als ich in diesem Armeekrankenhaus aufgewacht bin. Ist dir irgendwas... Ja, lustiges, irgendwas Komisches in letzter Zeit passiert.